Nach einer langen Pause starten wir mit einem neuen Denkanstoß. Unser neuer Denkanstoß geht wieder mal an die Christen, und zwar an deren Fundamente. Deren Fundamente ist, dass Jesus Gott ist und Gottes Sohn, dass er gekreuzigt wurde, genagelt wurde, gefesselt wurde am Kreuz und gestorben ist am Kreuz für die Sünden der Menschen und dass er wieder auferstanden ist. Das ist deren Fundament, und wir werden heute nur eingehen, und zwar, dass er halt am Kreuz gestorben ist, genagelt wurde, gefesselt wurde, gestorben ist am Kreuz und ja, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist. Sünden der Menschen gestorben ist. Diese Sachen werden wir nochmal eingehen und zeigen und einen Denkanstoß legen, damit die Christen einfach sich mal Gedanken machen können, wie kann es denn überhaupt sein? Ja, denn es geht grundsätzlich darum, dass Jesus, Elisalam, Jesus in der Bibel, nicht im Koran, sondern in der Bibel, nicht freiwillig kam und gesagt hat, ich werde für die Sünden der Menschen sterben, sondern dass er festgenommen wurde, dass er gesucht wurde. Also es ist nicht so, dass Jesus einfach aufgetaucht ist und gesagt hat zu den Juden oder zu den Römern, wie auch immer, ich werde für die Sünden der Menschen sterben. So, nagelt mich am Kreuz, fesselt mich am Kreuz, denn ich werde für die Sünden der Menschen sterben. Das war nicht der Fall gewesen in der Bibel, nicht Koran. Wir reden jetzt nicht vom Koran. Wir legen jetzt Koran zur Seite. Wir sagen, okay, Koran, ihr glaubt nicht daran, alles gut. Gucken wir uns mal die Bibel an. Zeigt mir eine einzige Stelle, wo es heißt, wo Jesus sagt, hier bin ich, so will ich genagelt werden, wie es auch geschrieben steht in alten Geschriften, ja, dass ich für die Sünden der Menschen sterben werde. Nein, genau das Gegenteil. Matthäus 26, Vers 39 sagt Jesus, Elisalam oder Jesus, ja, wie ihr wollt. Jesus sagt, lasse diesen Kelch mir vorüber. Der fiel auf sein Angesicht und sagte, lasse diesen Kelch mir vorüber. Was heißt, lasse diesen Kelch mir vorüber? Ich will nicht sterben. Das könnt ihr euch mal vorstellen, dass Jesus in der Bibel, dass er prophezeit wird, dass er am Kreuz sterben soll, wie in Jesaja und in mehreren Prophezeiungen im Alten Testament, wo angeblich prophezeit wird. Warum soll Jesus dann sagen, ich will aber nicht am Kreuz sterben? Ich will nicht genagelt werden. Ich will nicht sterben. Ich will nicht gefesselt werden. Ja, warum soll er das sagen? Das sagt er nicht einmal. Das sagt er nicht zweimal. Das sagt er mindestens dreimal. Dreimal. Lasse diesen Kelch mir vorüber. Lasse diesen Kelch mir vorüber. Oh Gott, lasse diesen Kelch mir vorüber. Warum bittet Jesus Gott, dass er nicht für die Sünden der Menschen sterben will? Sagen wir mal so. Warum bittet Jesus das?
Wie kann es denn sein, dass Jesus bei Gott, erstmal betet Jesus Gott an, Jesus ist doch selber Gott gewesen, dann sagen immer die Christen, nein, da war er verlassen gewesen von Gott, da war er getrennt gewesen von Gott, was ist das? Ja, Trennung und einmal nicht Trennung und einmal ist er Gott, einmal nicht Gott, man sucht sich halt gerne aus, wie man gerne haben will, weil einfach die Bibel der Bibel widerspricht. Die Bibel widerspricht die Bibel und nicht den Koran. Die Bibel widerspricht einfach nur die Bibel. Jesus fiel an sein Angesicht und bittet Gott, lasse diesen Kelch mir vorüber. Oh Gott, ich will nicht am Kreuz sterben. Wo im Koran? Nein, in der Bibel steht es geschrieben. Matthäus 26, Vers 39 steht es geschrieben. Einmal, nein, zweimal, nein, dreimal. Dreimal bittet er Gott, lasse diesen Kelch mir vorüber. Oh Gott, ich will nicht, dass die Juden, dass die Ungläubigen, die Ungläubigen, dass die mich am Kreuz oder wo auch immer, dass ich halt am Kreuz gefesselt werde oder dass ich überhaupt sterbe. Jetzt muss man sich mal Gedanken machen, wie kann Jesus das tun? Wie kann es Jesus sagen? Wenn es denn prophezeit wird, wenn er so oder so nur dafür da ist auf der Erde, nur aus diesem Grund auf der Erde ist, dass er für die Sünden der Menschen sterben soll. Das werden einige Christen sagen. Ja, aber Ramazan, du verstehst die Bibel nicht. Dann sollen die uns erklären. Dann sollen sie mit uns über diese Sache eine Diskussion führen. Wir sind gerne bereit. Ja, unsere Nummer haben die. Wir sind über Facebook bereit. Auf der Internetseite haben wir auch. Können die uns anschreiben. Aber nein, Jesus sagt Wort für Wort. Das sind nicht meine Worte. Ich meine, wenn ihr an die Bibel glaubt, dann müsst ihr auch an das glauben, was hier geschrieben steht. Lasse diesen Kelch mir vorüber dreimal. Also hat Jesus nicht gewollt. Jesus wollte nicht. Klar, am Ende sagt er nicht, meine Wille geschiehe, sondern Gottes Wille geschiehe. Aber das ist immer, das haben die Propheten immer gesagt. Die Propheten, wenn die sich was gewünscht haben aus dem Herzen, haben die immer gesagt, Gottes Wille geschiehe. Aber Jesus wollte nicht. Jesus wollte nicht, dass er am Kreuz stirbt. Deswegen glauben wir Muslime daran, was, dass Jesus gerettet wurde. Jesus wurde von den Ungläubigen gerettet, von Leuten, die ihn abgelehnt haben, die ihn verleugnet haben, gerettet. Allah hat ihn zu sich emporgehoben. Wie? Das können wir nicht wissen, wie. Aber am Ende hat er ihn emporgehoben und hat ihn gerettet.